Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen und dann lasst das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Nachdem ich Aarhus hier an der Ostküste Dänemarks ausgiebig erkundete und hier in Hu übernachtet habe, möchte ich heute zurück quer durch Dänemark an die Westküste fahren, um meine Reise fortzusetzen. Oh, die Sonne ist schon längst wieder da. Mensch, es ist noch so früh. Ich verpasse hier immer den Sonnenaufgang. Und wie sieht's hier aus? Meine Morgenroutine. Zuerst mal meine tägliche Körperpflege, dann wird natürlich Kaffee gekocht, Brötchen geschmiert und Social Media konsumiert. Ja, bevor es weitergeht heute, will ich mal dahin und schauen, die haben da irgendwie Netze ausgelegt. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Angeln, Fischen oder sonst was. Was die da machen. Ja, ich habe immer noch Gummistiefel im Auto und wieder habe ich nasse Füße, weil ich bloß kurz mal was gucken wollte. Hat einer eine Ahnung, was hier gefangen wird? Würde mich mal interessieren. Jetzt wird's voll auf meinem Plätzchen. Darum düse ich jetzt los. Und ich kann mich immer noch nicht satt sehen an diesem schönen Gelb. Na dann, auf geht's! Hier geht's übrigens zur Fähre auf die nächste Insel nach Samsö. Ich bin jetzt in Horsens, fahre hier direkt am Hafen entlang. Scheint auch ein schöner Ort zu sein. Dieses Gewässer ist übrigens der Horsens Fjord. Ich habe mich jetzt hier zu so einem Loppis gegoogelt. Stand nichts an der Straße dran, einfach hier so. Und das hat aber noch nicht offen. Ich warte jetzt noch einen Moment. Jetzt ich, eine Tankstelle ohne Menschen und dann auf Dänisch. Ach, perfekt. Zahlung starten. Bitte warten. Zahlung erfolgt. Karte entnehmen. Das hat funktioniert.
Ich habe 40 Liter getankt und 74 Euro bezahlt. Ich glaube, das ist so 1,80 oder so. Ich habe wieder einen Flohmarkt entdeckt. Da steht Wenner. Ich kann nichts dafür, ich muss dann einfach anhalten. Einer mit Haus. Ich hoffe, man kann hier mit Karte zahlen. Brautkleider gibt es auch. Ich bin hier in Billund und hier gibt es sogar einen Flughafen. Da fliegt gerade eine Ryanair-Maschine los. Scheint hier eine größere Stadt zu sein. Schauen wir mal. Ah ja, alles klar, hier gibt es Legoland. Euch dieser Laden, der geht gar nicht. Es ist so, so lecker. Und man weiß gar nicht, was man sich auswählen soll. Einfach so lecker. Und hier habe ich mir gleich noch einen Eiskaffee geholt. Übrigens der Eisladen, den ich empfehlen kann. Und schaut euch mal die Schlange an. Wahnsinn. Schaut euch mal dieses schöne alte Haus an. Und generell sowieso die ganze Straße. Ist auch ein Lobbys drinne. Und hier kann man auch richtig auf den Hof schauen, wie die Menschen hier leben und früher gelebt haben. Schaut mal, mega, oder? So, hier mitten auf der Straße ist noch so eine kleine Fotoausstellung. Oh, mit Schwalben. Die hat jetzt Angst vor mir. Also, wie Schiffe gebaut wurden von der Schiffswerft hier. Die ist ja auch gleich hier draußen. Da war mal der alte Hafen. Das ist so ein richtiger Seebär hier, oder? Also hier ist der alte Hafen. Ja, jetzt gehe ich hier noch ein kleines Stück entlang. War ich auch noch nicht. Nur ganz kurz mal gucken. Hier ist der Bootparkplatz. Sind auch noch Parkplätze frei hier. Wenn man mit dem Boot nach Riebe kommen möchte. Ihr seht, ich sitze im Auto und habe Riebe jetzt verlassen. Ich habe wieder einen heißen Tipp bekommen von meiner Freundin, die hier in Dänemark lebt, und fahre jetzt schon zum nächsten Spot. Und was ich euch noch sagen wollte, war, das Benzin kostet hier übrigens in Dänemark überall gleich. Also ihr braucht nicht auf die nächste billigere Tankstelle hoffen. In meinem Fall jetzt überall 13 Kronen 78. Ich bin jetzt im Möbeltönder und schaut mal, das ist ein Tipp von meiner Freundin. Richtig schnuckeliges dänisches Dorf, das erkunde ich jetzt. Übrigens, in dieser Kirche steht die älteste Orgel Dänemarks. Das ist ja echt hier richtig schnuckelig. Ist gar nicht so einfach, den Eingang zu finden. Ich bin schon einmal ringsrum gelaufen, aber jetzt bin ich da. Aber ich glaube, die hat schon zu. Die machen um 16 Uhr zu. Eingang, drückt mal die Daumen. Ah, stand ja auch so da. Na gut, aber nicht so schlimm. Ist trotzdem ein wunderschönes Bauwerk. Ha, da hat noch ein Trödelladen offen. Wie schön. Da gehe ich jetzt erstmal rein. Und dann wurde mir dieses Kaffee da empfohlen. Da steht Wenner. Bin ich den falschen Weg lang gegangen. Ist das hübsch? Ich gehe jetzt zu Schloss Schackenborg. Und ja, das Schloss war ganz lange Wohnsitz von Prinz Joachim.
Und wenn die Fahne gehisst ist, dann ist jemand von Königs zu Hause. Schauen wir mal. Also da hinter mir seht ihr das Schloss. Mögeltönder ist halt diese schöne Schlossstadt inmitten der Marsch. Während des Mittelalters umfassten Mögeltönder ein Dorf und eine Burg. Und beides wurde 1661 vom Edelmann Hans Schack übernommen, der die Burg dann abriss und das Schloss errichten ließ. Na, dann schauen wir mal, ob wir noch reinkommen. Es brennt Licht. Scheinbar ist jemand zu Hause. Ich habe jemanden laufen sehen in der oberen Etage. Schön. Ja, wo ich schon mal in Mögeltönder war, bin ich auch gleich nach Tönder gefahren. Cooler Parkplatz hier. Ich überlege noch, ob ich diese Nacht hier bleibe oder ob ich noch mal zum Meer fahre, da es ganz schön windig ist. Aber jetzt erkunde ich erstmal die Stadt Tönder. Eigentlich habe ich Hunger, aber das scheint eine Eisbude zu sein. Hier ist noch ein kleiner Springbrunnen. Es scheint mir ein bisschen ruhig zu sein hier. Als wenn hier schon alles zu hat. Na, schauen wir mal. Wenn nicht, gibt es heute eine Suppe aus dem Auto. Der Ort scheint hier komplett ausgestorben zu sein momentan. Die gehen ja alle in diese Pizzeria, aber ich fahre ja nicht nach Dänemark, um in eine Pizzeria zu gehen. Dann gibt es heute Büchse aus dem Auto. Die Innenstadt ist wirklich schön. Wenn hier ein bisschen Trubel wäre, wäre das bestimmt ganz lustig. Da stand ein Wegweiser, 11 bis 23 Uhr. Da lang. Ich glaube, ich sehe es schon. Da. Hübsch. Aber es sieht aus, als wäre ich die Einzige. Würdet ihr reingehen, wenn ihr die einzige Gast seid? Ich habe noch was gefunden. Tapasplatte. Döner gibt es auch noch. Aha. Dahinter ist die Kirche. Wirklich ein hübsches Örtchen hier. Die Kirche von Tönder. Auch wenn es anders aussieht, aber das ist eine Sprachschule. Die sind hier ziemlich laut, aber ich will euch trotzdem was erzählen. Tönder ist eine der ältesten Kleinstädte hier im Süden Dänemarks und hat Privilegien aus 1243. Im 17. und 18. Jahrhundert spielte die Herstellung von Klöppelspitzen eine große Rolle. Und hier im Stadtkern gibt es super viele gut erhaltene Häuser. Das Klostercafé vor allem und die Apotheke. Ach, passt ja. Glocken läuten. Aufgrund der Lage so dicht an der Nordsee gab es super viele Händler hier in Töndern und die Häuser sind hier auch noch alle richtig gut erhalten, so richtig typische Handelshäuser, oder? So, ich habe einen neuen Stellplatz gefunden, allerdings ist der ein bisschen voll, aber ich hatte einen anderen ganz alleine, aber da war so ein Hotel in der Nähe und da dachte ich mir, lieber nicht. Und jetzt ist gerade Ebbe. Wartet mal, ich drehe mal um. Hier ist absolute Stille. Ja, dicke Jacke habe ich jetzt an. Jetzt geht's los. Da lang. Ich könnte natürlich auch meine Gummistiefel anziehen und dann hier gerade rüber nach List auf Sylt latschen. Momentan müsste das funktionieren, oder? Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der Wattwanderer. Das Watt lebt. Es macht Geräusche. Jetzt habe ich zum dritten Mal meinen Stellplatz gewechselt. Immer mit Hilfe meiner Bekannten, die hier wohnt. Und ich glaube, jetzt bin ich happy. Ich zeige euch mal meinen Rundumblick. Da steht Wenner, Sonnenuntergang, Raps, ansonsten nichts. Geil, oder? Musik.
Guten Morgen! Ist es nicht schön, hier zu erwachen? Ich habe wieder meine dicke Jacke an, weil es ist etwas windig und die Sonne ist nicht so ganz präsent. Also jetzt hat sie sich gerade hinter den Wolken versteckt und heute Nacht hat es auch geregnet. Ja, heute ist mein letzter Tag hier an der Nordsee und es geht wieder nach Hause. 5 Stunden Fahrt habe ich vor mir, aber ich will erstmal ein bisschen frühstücken. Vielleicht noch eine Stunde das alles genießen. Ich glaube, das hier ist der schönste Stellplatz, den ich hier jetzt hatte auf meiner Reise. Dann ist erstmal Schluss. Ich fahre im Juni nochmal, aber nicht alleine, auch mit dem Auto. Und dann geht's im Juli nach Portugal. Ja, jetzt will ich aber erstmal meinen Kaffee trinken. Ich bekomme Besuch. Der ist ja riesig. So, ich bin bereit. Das Auto ist für meine 5,5 Stunden Fahrt gepackt. Eine richtig, richtig schöne Reise geht zu Ende. Ich war ja immer nicht so der Skandinavien- oder Norden-Fan, aber Dänemark hat mir bewiesen, es ist eine Reise wert. Es ist einfach genial. Und dieser Stellplatz hier ist der schönste Stellplatz, also einer der schönsten Stellplätze, die ich je hatte. Aber die Arbeit ruft, ich muss los. Also haut rein! Ja, ich habe mir jetzt noch was zum Trinken geholt und meine letzten Kronen ausgegeben und wollte noch mal kurz hier vom Supermarktparkplatz ein Fazit abgeben. Ich war ja noch nie hier oben im Norden, bin sonst immer in den südlichen Regionen Europas unterwegs und muss sagen, ich habe mich super sicher gefühlt. Also eigentlich bin ich ja nicht so ein Angsthase, aber hier habe ich mich super sicher gefühlt, habe mein Handy im Auto gelassen und ich sag mal so, man kann nie 100% sicher sein, aber hier habe ich mich wirklich sehr, sehr sicher gefühlt. Dann fand ich den Straßenverkehr super entspannt. Ich bin immer so ein bisschen gehetzt, wenn jemand dicht hinter mir fährt oder so. Das war hier die ganze Zeit gar nicht. Ich bin hier super entspannt durch die Dörfer gefahren und habe mir alles angeschaut, ohne dass hinten niemand gedrängelt hat, weil einfach gar nicht so viel Verkehr ist. Dann ist viel mehr Platz auf Straßen und also die Straßen sind nicht breiter, es ist einfach weniger Verkehr, das ist alles weitläufiger. Und man findet super viel und super schnell Parkplätze. Es ist nicht alles abgesperrt und auch mit der Müllentsorgung, das ist übrigens alles gar kein Problem, gerade wer eine Trockentrenntoilette hat. Der will ja immer mal seinen Müll loswerden. Ich hatte nie Probleme, konnte täglich meine Toilette entleeren und säubern. Ja, ich bin tatsächlich überrascht. Hatte ich eigentlich erwartet, weil es so viele Fans gibt vom Norden. Und dachte auch immer, dass es mir gefallen würde. Aber meine wenige Zeit wollte ich eigentlich immer bei schönem Wetter verbringen. Das hat jetzt super gepasst. Ich hatte echt richtig schönes Wetter. Bahn gehen würde ich sowieso nicht in Nord- und Ostsee. Also super, super selten. Ist mir einfach zu kalt. Und daher haben die 4 Tage tatsächlich ausgereicht, um mir erstmal ein Bild zu verschaffen. Und ja, ich komme gerne wieder, Dänemark. Thank you.
Aber klar, habe ich mich auch drauf eingestellt. Alles nicht so schlimm, aber ich stehe im Funkloch. Das ist richtig scheiße. So könnte ich wenigstens noch ein bisschen was arbeiten. So. Auch neue Informationen verfügbar. Ja, aber im Funkloch ist es schon doof. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren und Glocke nicht vergessen. Haut rein!